Es ist ein ganz normaler Donnerstag. Christoph hatte einen anstrengenden Tag im WDR und jetzt möchte er sich auf seinem Sessel gemütlich machen und den Abend mit ein bisschen erstklassiger Fernsehsatire ausklingen lassen. Viertel nach zehn. Ach Mist, die Heute-Show ist schon vorbei. Bleibt nur noch das Neo-Magazin Royal mit dem schlimmen Jan Böhmermann. Den mag Christoph eigentlich nicht so. Ist ihm ein bisschen zu spitz und zu gemein, aber besser als nichts. Hä? Momentchen. Ach so, ist der Kessler. Es läuft eine völlig falsche Sendung im Fernsehen. Aber wie kann das sein, dass ausgerechnet im ZDF, der größten Sendeanstalt Europas, was ganz anderes läuft, als in der Programmzeitschrift steht? Schauen wir uns doch mal genauer an, wie so eine Folge Neo Magazin Royal von der Aufzeichnung im Studio König nach Mainz zum ZDF kommt. Das ist der schlimme Jan Böhmermann, der sitzt hier in Köln. Jan Böhmermann macht jede Woche Sachen, die er für ganz großes, lustiges Fernsehen hält. Gibt es auch andere Meinungen zu, ist ihm aber egal. In seiner neuen Sendung hat er wieder lustige Sachen gemacht. 10-mal Sarah Kuttners Hund beleidigt, ein paar Witze über Sackkarren und Latzhosen. Zack, fertig. Die Sendung von Jan ist jetzt als riesige Datei auf einer Festplatte gespeichert. Festplatte, das ist so ein Ding hier. Der Jan nimmt jetzt die Festplatte mit der Sendung und gibt sie der Niki. Die ist Redakteurin vom ZDF und sowas wie die Chefin vom Jan. Nur noch viel, viel schlimmer, findet Jan. Niki schaut sich jetzt die Sendung auf einem ganz langsamen, aber extra großen, sorgfältigen Windows-Computer an und passt auf, dass Jan nicht den Hitlergruß zeigt, nicht mehr als 2-mal pro Folge Fotze sagt und keine Staatskrise auslöst. Diese neue Sendung speichert sie auf einer Festplatte vom ZDF. Das ist das Ding hier. Und die gibt Niki dann Tom. Der ist Fahrradkurier und der muss jetzt von Köln nach Mainz. Beeilung, Tom, die Kühlkette darf auf keinen Fall unterbrochen werden. In Mainz gibt Tom die Festplatte Detlef. Der ist Pförtner beim ZDF und macht den ersten Sicherheitscheck. Weil Detlef sich unsicher ist, ob die Festplatte sicher ist, übergibt er sie an einen Polizeireiter. Und der bringt die Sendung dann von Mainz nach Berlin ins Hauptstadtstudio vom ZDF. Aber bevor man die Festplatte aus Köln in Berlin anschließen kann, nicht vergessen, desinfizieren wegen der Viren. Jetzt kommt die Sendung von der Festplatte runter und wird auf eine DVD kopiert. Von der DVD geht es dann auf ein Magnetband. Und vom Magnetband auf eine VHS-Kassette, so sagen die Profis dazu. Dann kommt kurz Steffen vorbei, das ist er hier. Der war früher auch mal beim ZDF. Der guckt, dass niemand bewusst verletzt wird. Und dann wird das Band mit einem Flugzeug, das nebenbei auch Chemtrails macht, nach Mainz geschickt und überm ZDF mit einem Fallschirm abgeworfen. Hier wird die staatlich geprüfte VHS-Kassette erstmal sauber gemacht, wegen der Viren. Und auf Sprengstoff untersucht. Und dann geht's zum Lastenaufzug. Der ist in diesem Turm hier. Und damit fährt die Kassette zur Endkontrolle nach ganz oben ins ZDF-Gebäude. Oben, wisst ihr ja, sitzen immer die Chefs. Aber die Chefs vom ZDF haben noch einen Chef. Das ist der Oberchef. Der heißt beim ZDF Intendant. Und der will sicherheitshalber auch nochmal mit drauf gucken. Ja, und wenn sich alle die Sendung vom schlimmen Jan angeguckt haben, dann sagen die Chefs vom ZDF, naja gut, wenn's unbedingt sein muss, und geben die Sendung frei. Dann kommt das Band zu den Leuten von der Mediathek. Die trennen sicherheitshalber Bild und Ton und setzen es etwas asynchron wieder zusammen. Ja, aber was ist mit der echten Kassette fürs Fernsehen? Die geht schwupps zur Sendeleitung vom ZDF. In der Sendeleitung arbeiten zum Beispiel Manfred und Ludwig. Das sind die besten Techniker Deutschlands. Und die kümmern sich darum, dass Fernsehsendungen pünktlich und in bester Qualität auf eurem Fernseher landen. Du Manfred, was läuft denn eigentlich heute im Neo? Keine Ahnung. Kommt da nicht immer das mit der Roche? Nee, Kuttner. Hm. Nee, wie heißt die? Mit dem Hund. Kessler. Sarah Kessler. Ja, die verkleidet sich jede Woche als Hund. Glaube ich. Meine ich. Such einfach irgendwas aus. Also, wir haben noch 2 Minuten Zeit, bis die Heute-Show vorbei ist. Den Welke, den finde ich super. Das ist Satire.